It's time for World Underground Wrestling. Nicht gern nachher, also das Publikum wird dann sicher noch aufs Klo gehen, also fangen wir irgendwann einmal mit dem Kopf an, danke sehr lieb. Du willst ja nur selber brunzen gehen. Ich sauf genauso viel Bier wie du. Aber mein Prostata ist noch besser beieinander. Ja, du bist ja 20er Inger, du Nuss. Aber er hat es jetzt massieren lassen. Nein, das war der Quinze. Holst du einfach den Teil ab? Oder wie wir in Wien sagen, Prostata ist unser Rostata. Ja, mei. Ja, der Meier, ne? Deswegen brauchen wir ein Auto. Oh, ey, schlechte Nachrichten. Er kann heute wieder nicht antreten. Er hat was mit seinem Magic. Der Michi Zanoni kann seit auch noch ein Jahr nicht antreten, weil er der Finger wächst einfach nicht zusammen. Und das war beim Onan, beim Respektieren oder so. Zu! Was das auch immer heißt! Nein, schau, der eine macht das so und der andere macht das so. Also, alle! Zu! 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 Das macht mir gerne Huawei, Mann, das heißt aber Zu, oder? Das hat der. Irgendwer muss in Kampf reingehen, ich bin's nicht. Kampf frei! Kampf frei! Ach so, ich bin's doch. Ja, der ist auch ein Kraftpaket, der Zanoni. Das sieht man. Ein Mann zum Heiraten. Also wenn er so deppert war. Jetzt ist bei einem Mann der Kugelschreiber ausgerunden. Oh. Ist das die Frau Portolotti oder was? Das ist die Frau Zanoni, Frau Portolotti. Was gibt's noch für Eis? Die hast du schon die bessere Hälfte. Oder kommt die aus Eskimo? Nein, nein, das ist sicher. Die ist auch gestraft, die gehört sicher zum Quinzi. Ah, das ist, die hat der Quinzi mitgebracht, gut zu wissen. Schwarzhaarig war er zu. Hey, wer ich mal Slicky? So gut, jetzt konzentriert euch wieder auf den Kopf, ich weiß ja nicht. Ah, Slipper halt. Bei mir sind das Schläge auf dem Hinterkopf, aber die regen ja das Denkvermögen an angeblich. Ja, ein paar Schläge, ein technisches Meisterwerk. Da unten regt die Schläge gar nichts an, ich wollte es nur gesagt haben. Ich hab schon geglaubt, du meinst Bild und Weiß. Slu, 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 Slu! Nicht slow, schneller! Und Gusch, so, komm, konzentriert euch einmal da, der Slick ist auch viel gemein. Erst, das ist illegal! Ich meine, wir haben zwar viele deutsche Illegale da, aber das war jetzt wirklich illegal. Ja, voll arg. Erst, zieh ihm nicht aus, so schön ist er nicht. Da hinten ist irgendwo ein Aua. Ein kombinierter Aufgabegriff. Das Finger ist ein Hassel, aber pass auf, da ist ein Finger. Hey, hey! Referee! Oder ja, schau mal da auf! Das ist sehr schminkig heute. Blaues Blut oder was? Genau auf seinen Magic Finger. Na, vielleicht ist der Finger jetzt trocken. Gibt's irgendwelche Zanoni-Fans? Das war jetzt eine Fangfrage oder was? Sollte es eigentlich nicht geben. Gibt's ein paar Slinky-Fans? Sollte es eigentlich auch nicht geben, aber wurscht. Wir können nichts dafür, dass es nur Otto und gibt's ein paar Quinzi-Fans? Ich konzentriere mich wieder aufs Match, während die alten Herren ein bisschen reden. Ja, dann sag auch, was hat du einen. Einen Halbpostentrepp macht er. Auch genannt One-Leg-Posten, wer hat nicht noch einen Haxen? Ja, aber der eine kommt aus Italien, der andere aus Deutschland. Was hat die im Posten zu tun? Das verstehe ich jetzt nicht.
Oh, jetzt rennt's wieder. Gemmelklatsch! Der Humungus hat heute in der Brotdose geschlafen bei den lustigen Scherzerl. Also, wir haben da einen wieder Sitz, der hat was mit Kamel zu tun. Keine Aufgabe! Keine Aufgabe! Ein Dragon Sleeper halt! Das musst du erst erklären, wie der Zalone ja mit dem Griff an in die Eier hauen soll. Das geht nicht! Also, bei der Hosen siehst du, wo seine Eier sind, ich weiß ja nicht! Ja, die sind blau markiert, du Kuckuck! Was hast du gesehen? Er hat's gefunden! Er hat's gefunden! Und der Quinzi hat die Brünen daran vergessen! Bitte pornografische Sachen nur auf YouPorn stellen und nicht auf YouTube, ja? Das war nämlich voll illegal, ich sag's dir. Nein, es war vor allem schier. Seid Hedlock, take down! Und ein Konter vom Slinky! Von wem sonst? Wieder vom Quinzi auch sein können. Von Quinzi weiß man nicht. Keine Aufgabe! Am besten auf dem anderen Schiri. Erst du jetzt mir Piefke da drüben! Lass den Jakob in Ruhe, der Jakob ist sympathisch! Wer sagt das? Findest du den Jakob sympathisch? Warum? So, Konzentration! Der Slinky steht und der Zalone jetzt da wieder. Super, man gut essen! Doppelt ein Dropkick! Doppelt hätte nämlich besser! Ah, das war aber illegal! Da kann man disqualifiziert werden! Beim Quinzi nicht! Schaut so aus! Quinzi illegal! Das kann der Zanoni nicht! Das ist ein Zolli und kein Lutscher, Herrst! Das heißt Schlecker bei uns und nicht Lutscher! Was ist das denn alles stark? Das Papier wird nicht flogen, du Kuckuck! Es kommt drauf an, wenn das Hochland stört, dann schon! Hallo! Es ist ein Unterkriegerdosen, die ist die Ehre nicht wert, du Bärl, du die Weg, Alter! Sauf dein Weibe, Bier gibt's eh keins in Genitalien! Bitte nicht rassistisch werden! Ich möchte schöner wieder... Schöner Nextnap vom Slinky! Slinky, hau ihm nieder! Den Ungustel! Du, Liesinger Lois, ich will dich ja nicht ausbessern, aber das heißt Schuh, nicht Fu. Wurscht, hast du. Tust du Fusseln oder was? Genau! Wer hilft Zanoni? Jawohl! So, Slinky, die deutsche italienische Freundin. Oberhand und jetzt wieder Bier der Zanoni, oder auch nicht? Das wechselt! Ein Wechselbad der Gefühle! Ich meine, beide haben eine ähnliche Frisur, man kann die leicht verwechseln, ich verstehe das schon. Schöner Konter! Würgen ist auch noch immer verboten und auch Augen reißen und Schminke verschmieren und aber das so. Aber ich habe das Gefühl, das taugt jetzt auch noch nicht, wenn er so ein bisschen so sich anschmieren kann. So. Ein Splash, der war aber schier, der Otto konnte ihn viel besser. Ich hab heute schon das Gefühl, irgendwer wird heute meine Matten putzen müssen. Ja, jetzt macht der Zanoni auf Bunga Bunga wie beim Berlusconi. Ja, eh klar. Das glaub ich nicht, der Arm tut einem weh. Aua! Achso, ich hab mir gedacht, der Finger tut einem weh. Den tut alles weh. Jetzt haben wir ihn dran erinnert. Er kann wieder, auf die Nacht wird ihm wieder seinen Finger umassiert. Yes! Hey, das ist der Standard vom Humungus! Ich wollte es gerade sagen! Nur der Humungus kann sich leider nicht mehr so schnell bewegen, deswegen macht er nicht mehr!
Da redest du erst auf du gestern mal weißt. Mia! Von wem redest du jetzt? Du redest jetzt auch nicht so. Vinzi, du kannst ja gar nicht Italienisch. Da war doch noch was bei ihm. Ist er deppert oder was ist mit dir? Was Gesicht? Das heißt Popo-Fresse. Scheiße, der dauert der UEF, ist eh schon weg. Stimmt, Arschgeschicht, was ist? Mit meine Standards hassieren, geh, oder was? Ich meine, du bist ein Italiener. Wieso redest du Englisch mit mir? Ich kann kein Wienerisch, also wurscht. Patriolotti. Vinzi, zu ihm aus. Vinzi, zu ihm Ich hab gedacht, dass der Salon geklaut wird. Wenn das nicht illegal ist, was ist dann hier? Der junge Dame mit der Brühe hat die beste Aussicht gehabt. Aber ich bin dabei, ihr seid sicher, wenn das taugt. Naja, die hat eine Brühe auf, ist gescheit, wird aber Ärztin, kannst gleich Proktologin werden. Die Mandeln von hinten auch schon. Junger Mann! Alter Mann! Was gibt's? So, wieder zur Action! Elektro! Wen willst du lecken oder was? Ein Rocker-Dropper! Jetzt sind wir heute schon sehr tief eigentlich. Ihr drei, musst du schon sagen. Sicher! Also ihr zwei, ihr eh nicht, aber wurscht. Ich heb das nicht auf. Schon wieder in die Eier. Ah! Jetzt wollt ihr was im Mund nehmen. Mir da hat weh! Also es ist wirklich agiert. Ich mein, Lucha! Libre! Was für ein technischer Wrestling-Move, er zerreißt ein Papier. Ja, da war die Funktion, hat leider nicht gereicht. Pass auf, jetzt macht er einen Eingriff. Mit dem kleinen Finger. Ah, oh, scheiße, ist das! Orli, wie unfair, Vinzi! Seh ihm aus! Disqualifizier ihn oder mach einen Dropkick. Das ist schon die Feier im Auge vom Vinzi. Harte Schläge von Slinky auf den wunderschönen Rücken vom Herrn Zanoni. Aber er gibt nicht auf! Er hat so geschmerzt den Finger, dass er die anderen Schmerzen nicht spürt. Das ist eine Grausigkeit! Das Linke weiß jetzt nicht mehr, was er machen soll. Er hat schon alles probiert. Na ja, nein, aber wurscht. Bin ich vom Linke? Doch nicht. Platsch hat's gemacht und unten liegt er. So, aber jetzt bin ich nicht gescheit, Linke. Der hat mir Otterkringer Dose vergewaltigt. Hast du das gesehen? Nein. Mein Herz ist gebrochen. Er hat's gespielt, gesehen hat er's nicht. Legdrop, schön ausgeführt. Aber sehr niedrig. So tief wie der Zanoni war der Legdrop. Also ein niedriges Niveau. Hilf mir, mein Mikro hat am Boden. Ja, du kennst ja technisch aus. Trage halt um, du Kuckuck, du hast es nicht gesehen, hier. Ist das hier nur in Thailand? Ich hab Wackelkontakt. Das will eh keiner hören, was du sagst. Wo es einen Nachspeis gibt, oder was?
Postgrip! Jetzt kommen sie in die Aufgabe! Wo sind denn bitte die Aufgabe?